Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Porträtvideo. Hier ist das Porträt einer bekannten Schauspielerin. Ihr kennt die Serie sicherlich sehr, sehr gut. Und das haben wir diesmal einfach mal mit einem Kohlestift umgesetzt und mit ein bisschen Highlights weißem Buntstift. Wir skizzieren uns ganz grob das Gesicht erstmal vor, mit dem Bleistift nur leicht zur Orientierung, um zu wissen, wie sich das Halbprofilporträt verhält, wo die Augen positioniert sind, wie viel Abstand von Nasenspitze zum Kinn ist. Und das Ganze folgt natürlich bestimmten Regeln, die, wenn euch das interessiert, könnt ihr natürlich unter onlinekurse.akademiehohe.de, falls ihr es nicht kennt, nachschauen. Da haben wir ausführliche Tutorials zu solchen Möglichkeiten und mit welchen Mitteln und wie man Porträts einfach schön und einfach skizzieren kann. Also hier mit Bleistift kleine Vorskizze, noch erkennt man sie nicht, wenn man das jetzt nur vom Bleistift sehen würde, aber dann modelliert wird es dann mit einem Kohlestift in Bleistiftform gefasst aus und bringt daraus die einzelnen Details zum fertigen Porträt. So, hier könnt ihr dann natürlich sehen, wie ihr das gut von Anfang an umsetzen könnt. Also wir machen das immer mit dem Bleistift und dann mit unterschiedlichen Mitteln. Also es kann ja Kohli sein, ihr kennt das ja bestimmt, Bleistift, weicher Bleistift, Fineliner, gibt es ganz, ganz viele gute und schöne Möglichkeiten. Kohle hat so ein bisschen den Anspruch, dass es nicht so sehr detailreich ist, aber dafür auch so einen ordentlichen Kontrast hat, weil der Strich auch deutlich dunkel ist. Und wie immer natürlich, beginnen mit den Augen. Hier ist der Blick momentan eigentlich sehr, sehr einfach. Und dann geht's zum Rest. Ihr müsst immer darauf achten, was sind jetzt die typischen Merkmale, Wiedererkennungsmerkmale einer Person. Sind das meistens natürlich auch die Frisur. Aber dann schaut, ist die Nase, ist die spitz, ist die leicht gebogen, hat die einen kleinen Huckel. Und damit kann man dann natürlich schon eine ganze Menge feststellen und wenn man darauf achtet, auch die Sachen einbezieht, eine Ähnlichkeit zu der Person, die man porträtiert, schon herstellen. So, hier wird sicherlich eine ganze Menge auch die Frisur ausmachen. Da gehen wir ein bisschen auf die Wangenform auch an. Das heißt, das ist ein bisschen fülliges Gesicht, dann sind die Wangen ein bisschen kräftiger. Oder auch ein bisschen schmaler, kantiger. So, und jetzt an der typischen Frisur ist die Dame auch sofort zu erkennen. Also mit, wie gesagt, mit dem Kohlestift geht es gar nicht jetzt um so ganz, ganz feine Details. Der Vorteil ist, man kann natürlich, wenn es ein bisschen gröber schraffiert ist, mit einer guten Fläche eine ganze Menge schraffieren und ausarbeiten. Aber für leichte Kontraste und ein bisschen feine Details solltet ihr auf jeden Fall auch einen Kohlestift haben, der so ein bisschen angespitzt ist. Es gibt aber auch Kohleporträts, die wirklich nur sehr, sehr grob sind. Da werden wir euch auch demnächst noch einige demonstrieren. So, die wesentlichen Bereiche, die im Schatten liegen, die ein bisschen dunkel sind, werden hier nochmal ausgearbeitet. Und dann nochmal in die Feinheiten, bevor wir gleich auf den weißen Stift zurückgreifen und die Highlights darstellen. Wie man sieht, sind es eigentlich nicht viele Striche.
die aber sofort zum Porträt eigentlich lebendig auch machen, weil es wirklich die wesentlichen Striche sind, die ausgestellt worden sind. Also in der Nase ein bisschen einen kräftigen Punkt setzen für den Glanz an der Nasenspitze und fertig, kann eigentlich auch schon fast zum Porträt sein. Nicht zu viel, weniger ist mehr. Ihr kennt es ja, wie es bei vielen Sachen so auch ist, vor allem beim Zeichnen erst recht. Und die kleinen weißen Highlights machen das Ganze nochmal ein bisschen ja, dynamischer, authentischer. Das wär's. Das ist das Ergebnis mit ganz, ganz wenigen Strichen. Ein Kohleporträt. Wie gesagt, schaut unter onlinekurse.akademieruhr.de. Da können wir euch viele weitere Porträtarten und Tipps noch zeigen. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Euer Akademie Ruhr-Team.